Hast du ein Loch in deinem Schuh? Nein. Wie ziehst du den Schuh an, Hase? Mach die Klingel an! Ja, super! Läuft doch! So just do it! Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in Black Ops 2. Wir spielen eine Runde Pink Panther sagt mit lustigen Quizfragen. Und wenn ihr nur ansatzweise ahnen könntet, was jetzt so alles passiert ist, bis ich endlich dieses Video aufnehmen konnte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind jetzt 3 Tage vergangen, wo ich angefangen habe, zu versuchen, ein Video zu basteln irgendwie. Und es hat alles dagegen gespielt. Und auch jetzt habe ich ungefähr fast eine Stunde gebraucht, bis endlich Black Ops 2 gesagt hat, ja, darfst du. Nun gut, nichtsdestotrotz erkläre ich die Regeln für die Leute, die nicht wissen, worum es hier geht. Das ist ein Konzentrationsspiel. Simon Says ist vielleicht ein Begriff, ich heiße aber Pink Panther, deswegen sage ich Pink Panther sagt. Und das ist ein Befehl. Der folgende Befehl sollte im gleichen Atemzug gesagt werden und dann auch ausgeführt werden. Ja, so. Grundstellung ist stehend und mich anschauend und wird nur durch den Befehl Pink Panther sagt entweder ganz oder teilweise aufgehoben. Jede Bewegung außerhalb meines Befehles ist tödlich. So. Wir sind, wenn ich das jetzt so richtig, wir zählen mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, ich kann tatsächlich zählen. Pink Panther sagt, hockt euch hin und dreht euch um 180 Grad. Na, Feuerriegel kriegen wir es denn bald hin. Ich habe 15 Fragen, ich will sie alle stellen. Liegen, hocken, habe ich gesagt. Gut, dann boah. Hat sich hingestellt, hingehockt. Dann hat er sich hingelegt, hat er sich wieder hingehockt, hat wieder hingehockt, dann hat er sich hingelegt und hat gesagt, jetzt bleibe ich liegen. Die Kugel ist mal ganz neben mir eingeschlagen. Das hat mich beunruhigt. Okay, ich fange an, die Fragen zu stellen. Und die anderen sind bitte leise. Keiner antwortet für denjenigen. Pink Panther fragt, Anfried, eine E-Lok zieht ein Zug in nordwestliche Richtung. In welche Richtung zieht der Dampf? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Eine E-Lok zieht einen Zug in nordwestliche Richtung. In welche Richtung zieht der Dampf? Gegen Fahrtrichtung. Alter, eine E-Lok. Block. Eine E-Lok. Kein Dampf. Dampft nicht. Das ist also. Ja. Die funktioniert hat. Dampft nicht, ja, ne? Weil die kam schon mal vor etlichen Jahren. Aber gut, es geht weiter. Ihr müsst entweder, fragt ihr nochmal irgendwie danach, bitte die Frage wiederholen, oder ihr habt ungefähr 5 Sekunden Zeit zu beantworten. Also es hilft nichts, das Handy rauszuholen. Pink Panther fragt, Master ACR, wie wird ein Chinese, wenn er ins Rote Meer fällt? 5, 4, 3, 2, 1. Echt jetzt? Mann, er wird nass. Seit wann wird man rot? What? Okay, also ihr habt bis jetzt unter Beweis gestellt, dass ihr echt... Ja. Pink Panther fragt, Gestus Maximus, wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, wer ist sie dann? Meine Mutter. Richtig. Pink Panther fragt, Meinix. Darf ein Mann die Schwester seiner Witwe heiraten? Geht nicht. Warum? Weil die Schwester vom Mann keine Witwe sein kann. Was? Warum? Wie? Erklär. Das ist nicht... Eine Witwe ist ja tot. Eine Witwe ja. Ist tot? Also die Witwe vom... Die Witwe vom Mann ist... Tot. Nein. Du bist auch tot. Der Ansatz war nicht schlecht, aber da hast du ein bisschen was durcheinander gebracht. Der Mann ist tot. Wollte gerade sagen, warum heißt der denn so? Witwe. Warum heißt die Frau der Witwe? Sie ist eine Witwe. Wenn sie tot ist, dann ist er der Witwer.
Ja, aber der Mann war ja tot, also kann die Frau und die Witwe nicht auch, auch noch tot sein. Dann sind sie beide tot, dann ist sowieso Feierabend. Also, Pink Panda fragt, die Young Hurren. Wenn 30 Männer eine Villa in 10 Monaten bauen, wie lange dauert es, dieselbe Villa zu bauen, wenn man nur 15 Männer hat? Wie bitte? Wiederhol's nochmal. Wenn 30 Männer eine Villa in 10 Monaten bauen, wie lange dauert es, dieselbe Villa zu bauen, wenn man nur 15 Männer hat? Genauso lang. Genauso lang? Warum? Weil sie es ja in derselben Zeit bauen. Aha, die bauen die gleiche Villa, die schon gebaut wurde, mit ach, ja. 15 Leuten. Nee, ist klar. 0 Sekunden, weil sie wurde ja schon gebaut. Also braucht sie nicht nochmal gebaut werden, logischerweise. Ihr müsst genau zuhören. Pink Panther fragt, Stuntin, was wird beim Trocknen nass? Nochmal bitte. Was wird beim Trocknen nass? Der Boden. Der Boden? Nee. Nee. Ein Handtuchhase. Ach, scheiße. Ich habe jetzt was anderes gedacht. Ja, das war schon, die Frage war nicht ohne. Pink Panther fragt, Fries Columbius, worauf sitzt man, schläft man und putzt sich die Zähne mit? Bitte nochmal? Worauf sitzt man, worauf schläft man und wo tut man sich die Zähne mit putzen? Man schläft in einem Bett, man sitzt auf dem Stuhl, man tut mit der Zahnbürste sich die Zähne putzen. Yes! Ja! Wow, der erste. Ich hab die extra nochmal ein bisschen anders da gestellt, irgendwie, weil die hat schon echt, ne, so. Okay, Pink Panther fragt, Dlash, welche Vögel legen niemals Eier? Fünf, vier, 3, 2, 1. Deine Antwort, sag irgendwas. Ist egal, aber sag was. Keine Ahnung. Mann, männliche Vögel. Die Frage ist echt mies. Wow. Ja, aber eigentlich total einfach. Also kannst du jetzt nicht sagen irgendwie. Pinkman fragt, der Lappen. Welche Haarfarbe hatten die alten Römer? Die ganz alten Römer, welche Haarfarbe hatten die? Kannst du die Frage wiederholen? Ja. Welche Haarfarbe hatten die alten Römer? Die ganz alten Römer. Welche Haarfarbe hatten die? Unterschiedlich? Was? Unterschiedlich? Mann, grau! Die sind ja alt. Alte Männer haben graue Haare. Oder weiß. Jetzt kommt bestimmt eine Frage. Es ist so mega einfach und deswegen wird es dann so mega schwer. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, ob ihr die Antworten auch gewusst hättet irgendwie. Wenn man so zu Hause sitzt, ganz entspannt, dann kommt man schneller drauf. Okay. Trick, tralala. Pink Panther fragt, wie viel Erde liegt in einem 50 cm tiefen und 40 cm breitem Loch? Bis zum Rand nach oben. Was? Ernsthaft? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, wie viel Erde liegt in einem 50 cm tiefen und 40 cm breitem Loch? 5, 4, 3, 2, 1. Deine Antwort? Kommt keine? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Darf ich sie beantworten? Bitte, bitte, bitte. Ich möchte sie auch beantworten. Es ist ein Loch, da ist keine Erde. Genau. Oh, nein. Im Loch gibt es keine Erde, Hase. Loch ist Loch. Loch ist Loch. Warum hab ich nicht eine Frage? Oh, voll sexistisch. Ich krieg keine Werbung geschaltet. Kino, meine Fragen, wie viele leben noch? Nicht viele. Pink Panda fragt, Fahne! Hallo. Hast du ein Loch in deinem Schuh? Nein. Wie ziehst du den Schuh an, Hase? Okay, Pink Panda fragt, Dr. Rudi. Ja.
Spürlich im Wenn ein Flugzeug genau auf der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland abstürzt, wo begräbt man die Hinterbliebenen? 5, 4, 3, 2, Man kann sie nicht beerdigen. Warum? Weil sie schon beerdigt sind. Alter, ernsthaft? Du willst die Hinterbliebenen beerdigen? Die leben doch noch! Boah, der... Bist du irre? Was ist los mit dir? Die Hinterbliebenen willst du alle beerdigen? Oh mein Gott! Das Krasse ist, ich habe jede Frage beantwortet, außer meine eigene. Pink Panda fragt Tobi. Ade. Ja. Was hat zwei Hände, einen Kopf und zwei Beine, ist aber nicht lebendig? Eine Leiche. Richtig. Ist doch ganz logisch. Pink Panda fragt Dr. Smile. Warum ist es illegal, einen Mann, der in Köln lebt, in Dortmund zu begraben? Weil er noch lebt. Richtig. Boah. Ich habe noch eine Frage offen und die werde ich ganz zum Schluss stellen, wenn hier nur noch zwei übrig sind. So, dann dreht euch mal um. Nein! So lange überlebt, Alter. Wir kommen gar nicht von dem Fleck hier weg. Ich höre das war Nein! Ich wollte nicht mit diesem Fleck ansehen. Okay, kommt mal mit. Bitte nicht. Pink Panther sagt, bitte aufstehen. Ich sag sogar bitte. Freundlich. Okay. Pink Panther sagt, folgt mir. Bitte. Ich mag Züge. Okay, prima. Stellt euch mal, springt mal bitte alle da hinten auf dieses Kiesding. Wo nochmal? Ja, schon klar. Das sind die Hardcore-Jungs hier. Hätte ich länger überlebt, wäre ich dabei. Boah, es ist ja, einfach so peinlich. Richtig peinlich. Nee, da kommt man nicht hoch, ja, warte mal. Das ist so dumm von mir. Naja, davon lebt Pink Panther, sagt, von dummen Menschen. Na, danke, Tino. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Okay, wir haben hier so zwei blaue Stutzeldinger, richtig? Okay. Mülleimer? Ja, diese Mülleimer, genau. So, Pink Panther sagt, folgt mir. So, Pink Panther sagt, geht in diesen schwarzen Kreis. Da nur zwei von diesen blauen Mülltonnen da sind, wird's halt eng. Denn ne, derjenige, der keine Mülltonne erwischt, wird sterben. Ich zähle jetzt runter und dann lauft ihr los. 3, 2, 1, los! Oh, das sind richtig harte Typen. Pink Panther sagt, lauf los! Go, Tino. Na! Maximus, das war's für dich. So, meine Freunde. Für euch beide. Ach so, warte mal. Okay, pass auf. Ich werde die Frage vorlesen. Ihr dürft im Prinzip, ihr drückt jetzt schon mal so, dass ihr den Chat schreiben könnt. Wer als erstes ein X klickt, ja, der beantwortet dann auch die Frage. Ne, ihr dürft einfach X drücken und dann dürft ihr die Antwort schon direkt sagen, wenn ich anfange vorzulesen. Solltet ihr aber die Frage falsch beantworten, seid ihr natürlich tot. Logischerweise. Ja? Wer als erstes das Ding beantwortet. Also Pink Panther fragt die beiden letzten Überlebenden. Du läufst bei einem Marathon mit und überholst den zweiten Platz. Wie vielter bist du? Okay, der Dr. Smile hat als erstes. Zweiter. Richtig. Tobi! Tschüss. So, jetzt machen wir beide noch einen kleinen Wettbewerb. Komm mal mit. Nein, komm her, wir machen es trotzdem. Komm, das soll ja lustig enden. Hallo, aber du wärst schon tot, ne? Nur mal so am Rande. Ich bin Erster, also kann ich es mir erlauben. Ja, das stimmt schon. So, ich habe wie immer Vorräte dabei. Jetzt kommt die entsprechende Frage. Willst du diese Vorräte haben, um mich zu töten, oder soll ich sie nehmen? Ich will sie haben. Du willst sie haben? Dann hier, bitteschön. Konterdrohne.
Nein, dich lieber. Schieß dich schon was wahr. Gib dir noch ein bisschen Muni auf. Nein! Oh, oh. Nein, Unternehmen! Lass mich! Ich hab dir nichts getan! Ethan! Oh, du bist tot. Was wird das? Das war doch ein bisschen kurz, oder? Nö, das war genau richtig, fand ich. Und wenn ihr es genauso fandet, dass es richtig cool war, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Das wäre super nett. Wir verabschieden uns denn jetzt auch gleich. Aber vorher, meine Freunde, habe ich noch ein paar Videos für euch im Angebot. Und das ist auf der Seite, genau. Auf der Seite da drüben findet ihr jetzt gerade zwei Videos. Schaut euch das mal an, irgendwie. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann geht das Ganze kostenlos hier unten. Da so ungefähr. Und ja, wir, wie immer, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Haut's drin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Achso, und wenn ihr noch richtig cool drauf seid, meine Freunde, dann macht ihr dieses hier. Hey Typ, mach die Klingel an! Ja super, läuft doch! So just do it! Genau, die Glocke. Super! Do it! Ja super! Yay!